Was haben wir heute vor, ihr Lieben? Der Mula und ich haben die großartige Idee, ein Let's Play zu starten. So, und da haben wir gedacht, weil die Hanna mal hier ist und der Mula gesagt hat, er hat keinen Bock irgendwie, ist ja auch klar, wenn du 8 bis 10 Stunden fährst, irgendwie am selben Tag zu fahren oder und so weiter, hat er gesagt, er pennt hier und eigentlich wollten wir morgen alles aufzeichnen. Und haben wir gedacht, Mensch, wenn die Hanna sowieso da ist, dann können wir es doch so machen, dass wir einfach quasi den Start des ganzen Let's Plays hier quasi live machen. Ich werde dann morgen das schneiden und das ist quasi das Beste, damit man, wenn man nur das Let's Play verfolgt hat und nicht Bock hat, irgendwie die 28 Stunden Sendung zu gucken, dass es dann ein Best-of der heutigen Sendung gibt, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Das ist der Plan. Und morgen zeichnen wir dann, ich weiß nicht, ob Hanna auch dabei ist, aber wahrscheinlich hat die morgen was anderes zu tun, zeichnen wir morgen das reguläre Let's Play auf. So, also heute ist erstmal der entspannte Start. Da Hanna auch ein Let's Play Junkie ist, ich zitiere den letzten Podcast, für Pokémon mache ich fast alles. So ungefähr war das. Und sie auch eine selbsternannte Experte, danke, eine selbsternannte Experte, das haben wir gesagt, Hanna kann bestimmt mit ihrem Pokémon-Wissen glänzen, ja. Weil ich absolut keine Ahnung davon habe, noch nie ein Spiel gespielt habe außer Pokémon Go und auch mir ständig anhören durfte, ey, du bist voll so auf den Hype-Train aufgestiegen, hast voll keine Ahnung, du sagst Miautu, du bist voll der Noob. Ja, genau das ist der Punkt und das will ich ändern. So, drücke Start. Ich drücke Start. Dann darf ich den wieder putzen. Ja, das kannst du machen, Sturmi. Die putzt dann mein DS. Drück einfach A. Ja, A. Achso, A. Sag das doch. Na, das sag ich doch. Ja, aber warum sagt er dann Start? Wieso lügt der? Ja, kannst du dir aussuchen. Kurze Zwischenfrage, Mulai. Ey, Video, aufpassen, Video. Okay, okay. Ein Pokéball. Eine Hand. Was ein Typ, schön. Ein metrosexueller Typ. Ein Professor. Mediv. Platan. Ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Ah, Emma? Mach ich einfach mal. Oh Gott, es ist ein Zigimon. Nee. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt. Kann man so runter machen, damit man den Rest auch noch liest? Oder wie? Einfach immer drücken, drücken, drücken. Scheiße, was hab ich jetzt gemacht? Du hast A gedrückt, jetzt geht's weiter. Nee, ich hab B gedrückt. Ist egal. Du hast was gedrückt. Drücken, drücken, okay, ich hab irgendwas gedrückt. Wenn du was drückst, geht's weiter. Okay, okay. Was ist das? Walimon? Ach nee, das sagt man. Das ist dann über Digimon, ne? Das ist dann. Digimon haben immer Mon ja, am Ende. Was haben die? Pokémon gar nicht, ne? Okay. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht und leben in. Lies so schön vor. Sag aber mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Komm, du bist ein da Mädchen. Da geht's schon los. Wie wähle ich? Achso. Nicht sicher. So. Ja. Ich bin natürlich ein Junge. Das Touch ist, glaube ich, immer nur unten. Ah, okay, oben ist kein Touch. Okay, okay, okay. Wie siehst du aus? Hm. Das sind alle drei metrosexuell. Ja. Ich nehme ihn. Ich bin der blonde Junge. Der Michel aus Lönneberger. Ah, verstehe, wie lautet dein Name? Ich heiße. Da hätte ich gesagt, mach Steve. Die wollen nämlich dann noch einen Spitznamen, wie sie dich immer nennen sollen. Und da könntest du dann Stevenio okay, machen. Okay, dann mach ich Steve. Okay, okay, wie komme ich wieder zurück? So, dann nein, Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Nee, du hast bestätigt. Was? Da eins oben drüber war und entfernt. So, ich habe meinen Namen richtig geschrieben. Stevenio heißt du also, ist das richtig? Okay. Nein. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Komm. Okay. Ich habe auch blaue Augen, bin blond, das passt alles. Was für ein toller Name! Der mag mich! So. Stevenio, in wenigen Augenblicken wirst du in die. Ja. Lerne alle Pokémon-Menschen kennen. Sie werden deinen Alltag bereichern. Ich wünsche dir jetzt eine gute Reise. Wobei, du gehst durch einen Spiegel. Ja? Aber du bist doch nicht Narnia. Wie bei irgendwie Alice im Wunderland oder so. Bleibt der Touchscreen so eingeblendet? Keine Ahnung. Was? Wie? Jetzt war der Monitor die Frage, ob wir den brauchen. Wie cool das du anwendest. Ja, Hugels, genau. Zeige uns endlich die Pokémon, die unseren zünftigen Teil werden sollen. Mach mal Treue, Pokémon. Neidisch auf euch drei. Ja. Du bist auch verendet. So. Er hat die Pokémon geholt. Jetzt haben wir oh, warte mal, was ist das? Oh, jetzt kann ich hier was kann jetzt ich. Jetzt kommt ein Stotter. So, was mache ich jetzt? Ach, war das noch schöner als dieser Darm und Romanda als Stotter. Darf ich mir, ist egal, darf ich einfach irgendeins aussuchen? Wie du möchtest. Pflanze, Feuer oder Wasser? Ich nehme auf jeden Fall Finks. Ich nehme Finks. Ich nehme Finks. Wer bist du denn eigentlich? Du bist Pflanze. Nein, warte. Finks. Also ist eigentlich egal. So. Also mit dieser Samen bist du voll gut durchgekommen. So. Ich darf, ja. Ich nenne ihn. Bitch. Bist du mit dem Namen Hanna Fuchs zufrieden? So kreativ von mir, Hanna Fuchs. Freuen, dass das reingepasst hat. Krass. Ich hätte gerne Igamaro zum Gefährten. Das war die Pflanze. Hallo Froxy, ich bin Serena, nett dich kennenzulernen. Guck mal, könnt ihr aufhören, mal irgendwie hier einen Klaviklatsch zu machen?
Du wolltest doch das ganze Gelaber. Ja, jetzt reicht's mir aber irgendwie. Frosty laut mich auch, also der Frosty im Spiel laut mich die ganze Zeit voll. Enthält, ich habe einen Pokédex! Ja, damit du die alle schön registrieren kannst. Der Pool, den ich überreicht habe, ist ein Hoch- und Forschungsgerät. Er legt auch einen Antrag an. Du musst das schon richtig vorlesen. Ne? Echt? Da liegt ein Ball. Da ist ein Pokéball. Ein Ball, hey, Ball. Ich bin doch schon drin im Kampf. Ja, aber fahr mal. Außerdem ist es Dummisel. Numisel ist es quasi. Was ist das denn? Ist ziemlich dumm. Etwas sehr hässliches. So, er kriegt da erstmal einen Headshot, er kriegt erstmal eine Aquaknarre ins Gesicht. Siehst du, das meine ich, die ersten 150 Pokémon, die waren alle so mit Liebe gezeichnet irgendwie und alles, was danach kam, ist so ein bisschen so... Aquaknarre. Als hätten das die Grundschüler gezeichnet. Weißt du? Was? So wenig Schaden? So, dann probiere ich jetzt noch Aquaknarre, probiere ich Nassmacher. Nassmacher, oh, los! Was hat denn der für ein Typ, Leute? Oh! Auf jeden Fall. Ja, aber Aquaknarre. Ich mach den richtig nass. Hat fast nichts abgezogen. Guck mal, wie ich ihn nass mache. Er denkt, oh, so scheiß Wetter, ich hab keinen Bock. Was stand da gerade mit Feuerattacken? Feuerattacken wurden durch Nassmacher geschwächt, aber. Nimm mal ein anderes Pokémon. Hanafurt. Und du willst ihn noch fangen. Will ich? Ach so? Das ist jetzt auch neu, okay? Er hat ihn noch nicht, natürlich will er ihn fangen. Alles ist aber darf ich ihn trotzdem einmal, darf ich trotzdem einmal gut machen? Ist er wahrscheinlich hinüber, ne? Oh, er wirft mit Stein, das macht man nicht. Guck mal, wie gut der ist. Der wirft mit Stein und so, bam, so gut, dann mach ich Kratzer. Ja, mach mal Kratzer. Ah, ist normal, okay. Was? Das Problem ist halt, du hast Nassmacher gemacht und deswegen Feuerattacken geschwächt. Und dann ist gestorben. Und danach setzt du halt Feuer ein. Hanafuchs ist nicht gestorben. Doch, doch. Was? Hanafuchs ist gestorben. Was? Warum denn? Aber die können wir wiederbeleben. Ja, da hat gut Schaden gemacht. Ja, ich meine auch. Hummer, Pikachu. Uschi. Hanafuchs. Du Miesel. Den fangen wir, Steve. Guck dir an, wie stark. Nein, den fangen wir, den bringen wir um. Das ist alles Hanafuchs. Der hat Hanafuchs getötet. Der kriegt jetzt erstmal Laser zwischen die Augen. Wir fangen den. Nee, wir müssen ja ein bisschen Pokémon spielen. Das läuft schon besser jetzt. Aber das ist nicht gut gegen Pikachu. Fuck. What? Was kommt denn? Ja, der tötet alle! Das ist Hitler! Ja, wir könnten einen Ball werfen. Ja, mach ich jetzt. Guck mal, irgendwas ist egal, was du musst aber erst ein Pokémon aussuchen. Lani! Und danach erstmal, würde ich sagen, ins Pokémon Center heilen. Sonst wird das nichts mehr gut. Ist gemalt wie von einem Grundschüler, aber kann krass sein. Naja, wenn ein Gestein auf Pikachu kommt, das haut es halt weg. Ja, es hat Pikachu ist mir scheißegal, es hat Hanafuchs getötet. Das ist ein normales. Ja, aber das setzt dauernd irgendeine Gesteinsattacke, glaube ich, ein. What? Das will noch nicht. Nochmal, das Vieh ist echt fies, ne? Nochmal werfen oder angreifen? Nochmal werfen. Der killt alle, jetzt hat Lani auch effektiv. Gekillt. Das Problem ist, das ist immer effektiv auf unsere Leute. Nassmacher hört auf zu wirken. Na, endlich. So, jetzt muss Atze. Atze muss jetzt. So, was haben wir noch? Azurios. Ja. Das funktioniert, ich werde einfach wieder dann einen Ball. Dann könntest du ja nochmal Aqua. Obwohl, nee, der hat nur 11 KP. Scheiße. Mach einen Ball. Ich mach einen Ball, Hanna, ich höre auf dich. Der hat nur 11 KP. Wenn alle Pokémon tot sind, dann. Dann ist. Dann, geportet, oder? Dann sind wir im Pokémon Center, aber dann verlieren wir Geld. Drück mir die Daumen. Gar nicht so geil. Da drin! Komm schon. Ja. Ja! Kein Problem. Richtig. Da war Level 5, oder? Numisel wurde gefangen. Azurios hat's rausgerissen, ey. Zuerst hat er alle nass gemacht. Jetzt EP, guck dir komm, das wie er hüpft. Azurios. So, Steve, das Ding ist, jetzt musst du direkt vom Pokestand heilen. Ja, geh ich ja. Ich lauf sogar. So. Numisel. Schlange. Ja, Walzer wird immer stärker, wenn der das öfter macht und trifft. Und das hat er wohl getan. Das war nicht so gut für uns. Kannst du doch nicht machen, Steve. Meinst du nicht, dass ich ihn Hitler nennen kann? Nein. Okay, dann. Wow. Dann nenne ich ihn Adi. Nein. Das ist ein Pokémon-Spiel. Das gucken kleine Kinder. Er hat meine ganzen Pokémons getötet, Mann. So, ab zum Center hoch. Ja, und danach holen wir aber den Ball. Mach mal eben den Monitor dann. Oh. Ich sehe nichts. Ja, Er sieht aus, als würde er ein paar auf die Fresse haben wollen. Wenn man übrigens mal wieder Vanilla-WoW probiert, ne? Ist ohne Reittier echt ganz schön schlimm. Ganz schön schlimm. Ich weiß nicht, ob mir das Geld mit erstes Pferd. Er hat mich erkannt, er nennt mich zukünftiger Champ. Das ist dein Ziel, ja? Poké-Champ zu werden. Bin ich.
Jetzt bin ich. Noch kein Ort. Pass auf, wir werden jetzt auch der Nachfrage aus dem Chat entsprechen und werden dir beim Arena-Kampf überhaupt nicht helfen. Das ist gemein. Du wirst das komplett alleine machen. Dir? Ich würde nicht sagen. Mach irgendwas anderes. Ja, aber er ist stark im Typ-Vorteil. Er kann es gar nicht verkacken. Ja. Das ist auch schwer, wenn man als so halten wir die ganze Zeit. Genau, so schräg halten. Kann das ganz schön braun ist, finde ich, ey. Ja, ich arbeite draußen in der Sonne. Eine schöne Farbe hast du. King Kellerkind. So, was ist denn jetzt? Warum labert er mich voll? Blablabla. Ja, weil du den immer wieder anquatschst. Nein, Mann, ich will den nicht mehr. Ich drück das schon B. Soll mich in Ruhe lassen. Alter, aber Stange runterrutschen. Schade, du hast nicht den weiblichen Shark, ne? Alter, können wir jetzt mal raus? So, ich geh jetzt hier an der Stange. Was zur Hölle? Ach ja, genau. Wir sind im Spinnennetz gelandet. Ja, also Arena ist nämlich. Was muss ich machen? Ach, ich muss hier irgendwie. Was findest du schon? Ach, ich muss den Weg finden, ja? Arena ist ja quasi wie eine Instanz in WoW. Du musst halt erstmal die. Und die. Ich kann ja mit Tränken heilen, ne? Besiegen, bevor du an den Oberbau. Oh, es ist Teenager Matze. Oh, Matze. Das tut mir eh nicht zu hören. Doch. Er ist im Tunnel. Teenager Matze, los, Adi! Level 10. In Arenen sind die Gegner auch ein bisschen stärker und die Arenaleiter. Ja. Hanna Fuchs! Hanna Fuchs! Deswegen ist es halt. Nö, nee, ich will nur erklären. Okay. Erklären ja. Ich dachte, du wolltest immer das. Es ist halt blöd, wenn man nur ein Pokémon trainiert, was ein schönes Level hat, aber dann im Typ-Nachteil ist und dann hat man nichts mehr und dann ist man nämlich am Arsch. Weil wenn man Feuer wählt, ist man erstmal im Typ-Nachteil. Was das jeder jetzt weiß. Nicht, aber. Hey, der haut er mich. Oh, jetzt bist du verwirrt. Ja, das wenn sowieso. Wenn du Pech hast, greifst du dich jetzt selber an. Das kennst du aber auch, wenn du in den Disco-Gies allein bist. Ist mir scheißegal, der wird jetzt weggeblasert, wird der jetzt. Gleich verloren. Los, Hanna Fuchs! Ich hab mich selber angegriffen! Scheiße, was? Verwirrung, Paralyse, das ist alles nicht so schön. Was soll das? Der erste Trainer hat schon gut rein. Den Schieden! Hallo, darf ich jetzt auch mal wieder? Hallo! Steve, das ist nur der Trash, gell? Ja, das ist noch nicht der Arena, leider. So, jetzt reicht's mir, jetzt mach ich Glut. Nicht so, dass ich sie mit Glied. Wenn du angreifst, du bist immer noch verwirrt. Oh, hör auf! Die arme Hanna. Ja. Ja, Hanna Fuchs. Und tot. Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Kaum muss er alleine ran. Ja, da habe ich ja eine gute Wahl gehabt, wenn die sie die ganze Zeit selber killt. So, jetzt kommt Uschi. Molani rausholen. Molani. Haben wir die schon verkauft? Streng dich an, Uschi, hat er gesagt. Streng dich an. Uschi, Donnerschock! Laser sie weg! Fuck. Jetzt bin ich gleich wieder verwirrt und hau mir selber die ganze Zeit rein und es lag ja an mir. Das ist sehr effektiv. Und, und wenn, dann ist aber auch unklar, warum. Zack, weggelasert. Also er ist eigentlich die ganze Zeit im Typ Vorteil. Aber er schafft es trotzdem nicht. Wie, er schafft es trotzdem nicht? Der hat sich die ganze Zeit selber angegriffen, ey. Wie kann ich denn das schaffen, ey? So, Adi. Hättest du vielleicht wechseln können oder so. Ja, super. Ist ja nur, dass er eine halbe Stunde in diese eigene Fresse gehauen hat, ey. 240, so. Kann ich den wieder aufwecken? Nee, ne? Du hast noch keine Beleber. Gibt's ja auch bei Pokémon Go. Also nein. Wenn er noch leben würde, dann könntest du einen Tränke geben, aber er ist komplett tot. Ich nicht rüber, oder? Nee. Vielleicht gehst du erstmal die Pokémon wieder heilen. Wie, dann muss ich aus der Arena wieder raus? Ja. Boah, ich weiß gar nicht, wo der Ausgang ist. Ich wusste gar nicht, wo das geht, ey. Weil man geht eigentlich nicht wieder raus, ne? Gar keinen Bock darauf. Naja, er hat ja noch Pikachu. Er hat ja auch keinen Bock darauf. Also lassen wir ihn mal machen. Naja. Teenager Donny ist es wieder. Ich glaube, den kenne ich schon, ey. Zur Not wacht er ja im Pokécenter eh wieder auf und geht da einfach nochmal. Was ist das denn? Los, Adi! Das ist auch wieder so einer, der überhaupt nicht mit Liebe gemalt ist. Das ist die erste Entwicklung von dem Pummel, von dem Käfer von vorhin. Und die zweite sehen wir nachher auch noch. Die sieht dann ganz gut aus. So, können wir mal? Was ist denn mit dem PC? Oh, das nervt auch so. So, und jetzt tanze ich einfach Walzer. Ja, also das ist die erste Stufe. Die sieht echt komisch aus. Genau, es ist schon komisch, so einen kompletten Neuling zuzuschauen. Ja. Ich glaube, da sind wir gleich Mitleidsbonus gerade. Ja, schwarzes Bild. Warte. Jetzt siehst du wieder. Ja, es flackert ein bisschen, aber. Zack! Ah, wie schmeckt dir das Puh-Puh-Poncho? Puh-Puh-Poncho? Puh-Puh-Poncho. Ich kenne nicht den Puh-Poncho. Was macht er jetzt?
Verteidigung steigt. Komm, Adi! Müsste sich doch eigentlich auch bald mal ein bisschen entwickeln, oder nicht? Entwickelt sie automatisch? Nicht alle, aber viele. Cool. Also die meisten. Mit also Steinen Evoli braucht ja zum Beispiel diese Steine, aber wir haben ja keins. Pikachu bräuchte auch den Stein. Poncho, wie schmeckt denn das? Ich bin sehr effektiv. So, na, na? Die Hanna entwickelt sich von allein. Adi, Adi ist mein Mann. Adi hat Level 7, ey. Der Auschwitzkäfer, ey. So. Das Ding ist, er geht bestimmt gleich zum Arena-Leiter und macht ihn nur mit diesem blöden Käfer, ey. De. So, ich kann ich den heilen? Der Twitch-Fan kommt hin. Ja. 100 Zuschauer, ey. Wer soll da noch bannen? So, wie kann ich meine Teile heilen? Wieder ins Menü, wie vorhin auch. Ja. Und dann auf Beutel und dann gibt's da ja auch Tränke und sowas. Ja. So, wo sind die? Hier wahrscheinlich. So, Trank oder was nehme ich? Oder Supertrank? Einfach mal Trank erstmal. Trank am Anfang, ja. Einsetzen. 20 KP. Adi. Steht ja oben, was die Items im Moment. Aber ja, genau. Hier, Hanna Fuchs kann ich nicht wieder aufwecken, ne? Nicht, wenn sie 0 hat, nee. Gut, dann nehme ich noch einen Trank auf. Wenn wir irgendwann Beleber haben, geht das, aber haben wir noch. So, jetzt habe ich auch Uschi wieder voll gemacht. Und dafür die teuren Tränke ausgegeben, anstatt halt, naja, das muss. Ich habe keinen Bock wieder rauszugehen, das ist langweilig. So. Den habe ich fertig gemacht. Heute hat jemand einen Lapras aus dem 10-Kilometer-Ei bekommen. Ja, soll ich mir sagen, was ich aus dem letzten 10-Kilometer-Ei bekommen habe? Durchfall? Ein Taubsi. Taubsi. Ja. Das war so schlimm. Was, aus dem 10-Kilometer-Ei kann Taubsi kommen? Ja. Ach du Scheiße. Wieder mehr weiter. So, was habe ich jetzt für einen Gegner? Ich glaube, ich setze wieder Adi ein. Adi rockt einfach. Was ist Göremina, ich bin's, die Göremina. So, was ist los? Ich habe auch schon. Voll cool. Ja. Wieso habt ihr einen Lapras? Wieso hab ich keinen Lapras? Kam aus dem 10 Kilometer, ey. Das ist eine Schweinerei. Ist auch schön, wenn die Ringer dann. Boah, ich hab Groll! Was ist Groll? Was ist Groll? Ich mach Groll. Nee, ich. Ach ja. Es ist fehlgeschlagen? Groll ist fehlgeschlagen? So, jetzt gibt's wieder Walzer. Aber ich hab ja gesagt, da kann ja nachlesen, was die Attacken machen. Mit der L-Taste, glaube ich. Egal. Bevor hat er auf die Attacke geht. Nee, funktioniert. Ich mach Walzer. Walzer liefert. Walzer! Es ist ein Kokuna! Wer kennt es nicht? Ja. Was macht das? Er macht sich härter. Er setzt die Viagra-Fähigkeit ein. So, jetzt kommt wieder Walzer. Los! Adi, Walzer! Jawoll! Adi ist mein bester Mann. Ich scheiß auf Hanna Fuchs. Er ist Adi. Das wäre bestimmt auch sehr lustig, wenn er das ganze Spiel einfach alleine macht. Mal sehen, wie weiterkommt. Adi ist sehr, sehr effektiv, ey. Kokuna. Das ist erstaunlich, dass er mit diesem scheiß Käfer so weit kommt. Der ist gerade mal Level. Ja, weil ich weiß, auf was für Leute ich setzen muss. Hanna Fuchs ist halt einfach eine Versagerin. Aber Walzer, das macht halt mit der Zeit richtig viel Schaden. Ich weiß, habe ich gemerkt. Aber irgendwann hat er keine AP mehr, dann kann er es nicht mehr einsetzen. Ja, und vor allem ist er keine AP. Das haben wir aber vorhin sogar mal gesagt. Weiterkämpfen. Was ist das denn? Das ist ein fliegendes Pulverfass. Windstoß. Es hat Blähung. Das ist eine Honigwabe. Nein. Du Scheiße. Ich sag ja, die sind gemein. Walzer, da kommt wieder Walzer. Der wird immer stärker. Jawohl. Ja, instant. Instant. Scheiße. Das müsst ihr jetzt aber beim Arena-Leiter auch hinkriegen. Dann gibt's einen offen. Mir scheißegal, Mann. Ich bin Feier-Adi so, ey. Unglaublich stark, wie du bist. Geht so schnell niemand ins Netz. Ja, du Göre, jetzt mach ich den Arena, machst du auch noch fest mit meinem Auschwitz-Walzer hier. So. Tschüss. So. So, das ist die Arena. Ja, nicht mehr lange. Wir haben aber schöne Frisuren, ne? Dieser angespannte Gesichtsausdruck, genau danach suche ich. Ja, du kannst, wenn du willst, auch 3D anmachen im Kampf. Nee, war nicht. Gut. Laber nicht, kämpf! Wieso macht sie Foto von mir? Was soll das? Sie blendet mich, nein! Versus Viola. Ach ja, Arena-Leiter setzen manchmal auch Tränke ein. Die cheaten auch noch? Naja, das sieht er ja sowieso. Das ist ja nicht helfen. Oh, es ist eine Spinne. Oh, sehr schön. Adi. Geweiher. Ihr macht alles immer mit dem blöden Käfer. Was mache ich? Ich mach mal Walzer. Adi, hau rein! Nein! Adi, mach Schaden! Ich bin Adi! Gehweier? Sehr effektiv. Gehweier. Oh nein, es macht Regen. Wurde geschwächt. Hahaha, ich hab gar kein Feuer. Ich hab Kotbrocken.
Ja! Sehr effektiv! Adi! 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 Ja, abgeht er! Stars Dorton! Was wird denn, wenn er mal gegen Champ kämpfen würde? Komm mal, ich hau ihm den Code zwischen die Zähne. Jawoll! Das war's, oder? Ist er tot? Ja. Wohl besiegt. Ja, aber es kommt noch was. Ja, Adi haut einfach die, weiter raus. Ich glaube, noch die letzte Form von diesem Pormel. Der Schmetterling dann. So, und jetzt kriegt er auch wieder Code ins Gesicht. Der Smetbo von Generation. Weiter, 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 weiter. Setzt ja, Vivillon ein. Möchtest du Pokémon wechseln? Weiterkämpfen. Soll ich mal lachen? Du kriegst jetzt wieder Kotbrocken ab. Adi, oh, so Adi, Adi, also, Adi. Davon möchte ich mich immer deutlich distanzieren. Oh, das hat mir eine Plage an den Hals gesetzt. Was mache ich denn mal? Oh, ich mach Walzer. Es ist ich bin der beste Pokémon-Spieler auf der Welt. Adi, Adi, Adi. Und alle Adi, Adi. Hauer! Ja, ich stelle die Polizei hin! Ich spiele nie wieder ein anderes Pokémon! Adi ist der Beste, ey! Also, wenn der Part nicht gut ankommt, weiß ich's auch nicht! Bekannte Attacke behalten! Ja, klar, ich brauche nur Walzer! Verfolgung lernen, aufgeben, was? Aufgeben, Verfolgung? Ja, du kannst immer nur 4 Attacken lernen und wenn eine fünfte dann dazukommt, musst du eine verlernen oder du lässt es sein. Welche soll ich denn verlernen? Welche ist denn scheiße? Was kann er denn nicht? Was für aufgeben oder verfolgen zu erlernen? Ja, gib mal irgendwas auf, weil irgendwas macht eh keinen Schaden. Aber jetzt drückt dann bloß nicht Walzer. Nee, Walzer müssen wir behalten. Walzer. Das ist das Einzige, was Damage macht. Ja, was ist denn jetzt? Ah, die hat es schon erlernt. Vielleicht hast du schon. Wenn Walzer raus ist, raste ich aus. War Walzer auf der 1? So, ihr Lieben, wer hat gesagt, schafft die Arena nicht alleine? Adi! Adi! 2000 Gold. Wollten wir uns mal das schöne Vivillon angucken und dann warst du sofort tot. Er konnte nicht mal eine Attacke machen. Ja. So gehe ich mit allen um, die mir auf den Sack gehen, ey. Krass. Oh, wei. Ja, mal sehen, was der Professor dazu sagt. Was ach, das ist die Medaille? Das ist der erste Orden. Das ist ein Orden? Das ist aus wie so ein Ding, dass du ins Klo hängst, ey. Das ist halt der Krabbelorden. Der Krabbelorden. So was habe ich bei mir im Klo hängen, irgendwie, wenn du ziehst, damit das Wasser irgendwie schön wird. Ja, wie du mit dem hässlichsten Pokémon aus dem ganzen Spiel in der Arena besiegst. Das gebe ich dem. Das ist wir sind alle nur mad, weil ich nicht gescheitert bin. Oh, scheiße, wir können uns gar nicht klug scheißen. So, ohne rauszugehen, Hannah, ne? Einfach durchgedenkt. Was labert sie? Können wir jetzt weitermachen? Hashtag Adi quert, ja. Du darfst jetzt die Arena verlassen. Ja, mache ich auch. Hey, das ist der Hashtag, das brauchen wir. Das wird auch wieder ein T-Shirt mit dem Pokémon. Oh, wer braucht denn noch Hannah Fuchs? Wir haben Adi! Adi! Und der Hashtag für diese Woche ist Hashtag Adiklärt. Adiklärt. Was soll das Bild da sein? Und vom Nektar anlocken, toll. Das ist ein Smetbo. Ein was? Ein Smetbo. Du bist ein Smegma. Wir haben das mitgeschnitten. Wie gesagt, morgen oder so gibt es dann die Highlights, wie Adi in mein Leben gekommen ist. Hat sich wieder ein Leben geklärt, ja? Er hat mein Leben geklärt. Und dann, morgen fangen wir an, das Let's Play aufzuzeigen. Morgen geht es dann weiter und dann gibt es jeden Tag, keine Ahnung, ab nächste Woche oder so 20 Minuten. Mal gucken, wie viel wir morgen schaffen. Und ja, danke an alle, dass sie dabei waren. Danke natürlich auch vor allen Dingen an Mulai, der hier 12 Stunden gefahren ist hierher. Ja. Und dem wir gleich noch sein Gameboy abziehen werden. Hey. Gut, dann dein Twitch-Chat nochmal für alle. Die Mulai 91. So, und du spielst Pokémon und Nintendo. Genau. So, da gibt's schon wieder neue Adiklärt-Hashtags. Sehr gut. Ja. Gut, ihr Lieben, schönen Abend und was haben wir morgen? Morgen ist Samstag und Sonntag Podcast, morgen Videos. Morgen kommt ein super geiler Vlog, kann ich euch sehr empfehlen. Weil ich gegen den Badminton-Europameister Badminton gespielt. Und das ist sehr, sehr lustig geworden. Und er hat auch schon Muskelkater und sehr viel rumgemacht. So, wir hören jetzt auf. danke, Hanna. Weiß ich auch noch nicht wofür. Ja. Dann machen wir, was machen wir? Treat You Better, mag ich. Shawn Mendes. Bis die Tage, ihr Lieben. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ein bisschen wenig waren. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.